zurück in der Hoffnung. Wir das jetzt richtig setzen können. Nee, kann man nicht. Wir können es nicht richtig setzen, weil das nur auf dieser Ebene funktioniert. Weil die Slabs anders funktionieren wie die Lagerfeuer. Okay. Dann mache ich aber das Loch zu. Jetzt habe ich den Setzling wieder vergessen. Du kannst nämlich kein Lagerfeuer auf einer mittleren Ebene machen, nur dahin. So. Aber wir bauen uns trotzdem nochmal nach oben. Mache ich denselben Fehler wie vorher und weiß nicht genau, wo das Ding steht. Zumindest das soll gerade sein. Ja, okay, hier steht es. So. Das war zumindest hier Schornstein nach oben haben. Gut, dass jemand, dann kommt ja auch kein Feuer raus. Ich hoffe, das ist so genehm. Ja, das habe ich nicht bedacht. Aber wenn wir es jetzt sehen, können wir es ja ändern. Finde ich jetzt auch eine adäquate Lösung. So, die beiden Ecken lassen wir mal und dann machen wir noch hier eine hin. So, dann ist die Frage jetzt, wo kann man denn die Betten hinpacken? Der Kamin ist ja jetzt schon sehr einnehmend. Direkt neben der Gartentür wäre keine schlafen. Ne? Oh, wir können hier ein Doppelbett hinmachen. Oder hier ein Doppelbett. Sorry. Mal strecken. Ich würde mir auch gerade noch mal schnell einen Kaffee machen. Bin gerade rechtzeitig wiedergekommen, weil ein bisschen länger gerade gedauert wegen den Katzen, nochmal nach den Katzen gucken und sowas. Ich bin gerade alleine zu Hause und dann sollte man die zumindest auch mal ein bisschen bespaßen. So. Warum habe ich eigentlich ein Ei dabei? So, wir wollen noch eine Glasscherbe, nein, keine Glasscherbe, sondern wir wollen noch Glas. Wir wollen noch Betten. Das heißt, ich werde jetzt mal drüben bei den Schäfchen gucken, ob wir da unsere Schere haben. Direkt mal ein paar wieder abgerasen. Ja.
Ist die Schere vielleicht doch woanders? Die Schere vielleicht bei den Tieren schon. Theoretisch gesehen, das hier müssten wir auch mal noch weitermachen. Wir haben noch ein paar Bausteine auf jeden Fall, wo wir dran arbeiten können. So. Hier ist keine Schere drin. Okay, dann sollte ich die Schere aus dem Lager mit rausnehmen. Aber ich kann erst die Schäfchen noch verdoppeln. Hätte klappen können. Ich bin da immer sehr enthusiastisch, ob ich da drüber komme oder nicht. Ich sehe so viele Herzen. Schön auf den Köpfen bleiben, weil sonst passiert das so wie eben. Ja, also so wie gerade. Ja, dann kriegt noch ein kleineres. So, was war jetzt der. Das hier war das, glaube ich. Und das war der, den ich. Den Weg erwischt habe, ne? So, jetzt hole ich aber auch schnell die Schere. Weil wir brauchen nämlich. Ist ja keiner da. Ist ja sonst keiner da. Doch, die will ich. Ne, die will ich also weit genug weg. Nein, ich drehe jetzt nicht nochmal. Wir haben aber auch einen Essensverbrauch jetzt durch die langen Wege, ne? Das wird noch viel schlimmer, wenn wir immer von hier darüber müssen. Dann wird es schlimm. So, Schere. Wir können aber auf jeden Fall auch mal Erde ablegen. Noch nicht. Sondern hier. Das können wir ablegen. Dann können wir nämlich direkt auch noch einen Setzling mitnehmen. Und Wolle. Was? Wolle. Weil. Ja gut, jetzt sind wir einmal hier und wollten das Werkzeug mitnehmen. Und wir haben das Gas vergessen. Warum wollen die da rein?
verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, ihr Hafer, Gras, Gras, viel. Nicht weg. Ja. Nicht weg. Kann man eigentlich auf die Schere auch effizient zaubern? Das haben wir noch nie ausprobiert, ne? Hat das überhaupt jemand schon mal ausprobiert? Das ist die große allwissende Frage. Das sind aber auch zum größten Teil die kleinen darüber pushen. Die Betten zu bauen habe ich eh gerade keinen Platz. Ich will jetzt gerade noch mal ein bisschen Wolle mitnehmen. Aber man kann auch ohne die Kiste kein Bett bauen. Auch sehr geil. Auch sehr geil. Ja, doch, das hier war das neue Haus. Ich würde schon sagen, ne? So, wir gehen einmal hier durch. Wir gehen einmal hier hin. Jetzt ist die Frage, okay, eigentlich hier können wir das machen. So und so und hoffen, dass es wächst. Wachsmalstift. ja. Wir haben noch viel vor. Das war jetzt so erstmal so zum Testen, sage ich mal. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sehr euch das gefällt. Live ist leider gerade wirklich echt mau was los. Gut, es ist unter der Woche. Wir haben hier stand jetzt 10 Uhr morgens. Aber naja, das wird schon irgendwie werden. Das kann ich einfach mal. Deswegen sage ich da schon mal. Wartet, 53, 3 nach 13. Okay. Nee, sage ich da auf jeden Fall. Nee, da war die Pause. Deswegen würde ich schon mal sagen, wir sehen uns, also YouTube-mäßig auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Stream-mäßig kann ich es jetzt nicht genau sagen. Wie gesagt, die Woche noch Urlaub. Es ist ein kleiner Umbruch im Anmarsch. Dazu aber später mehr. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen auf YouTube. Bis zur nächsten Folge.